Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir Milas Geschichte Nummer 5 abgeschlossen. Und ich bin nochmal nach Leirond gegangen, weil wir haben hier eine Charaktermission. Und ich sehe schon von hier aus, wer ist. Und zwar Muse. Schon wieder. Das ging schnell. Haben wir doch letztens erst gemacht. Okay. So, wir haben uns noch nicht angeguckt, wie Milas Kostüm aussieht. In der letzten Aufnahmesession. Nehmen wir wieder Dinge hier. Wo ist es? Hier. Und halt. Das ist doch dieses weiße Outfit jetzt, ne? Ja. Sehr gut. Dann machen wir Muses Geschichte Number 3. Ja. Muses Geschichte vorsehen. Das wird ja lustig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Music, Kapitel 3, mit vereinten Kräften. Hi. Some people are headed our way. I wonder what for. Lange ist her, Music. And you are? Must you ogle me so? You're making me blush. Muse, I'm a spirit. Is that a problem? No. I didn't mean... I apologize. We've received an urgent mission from HQ, directing us to exterminate monsters in the Fel'Ghana mine. I sent out an APB for all agents in the Leirond area. These two agreed to join you. I'm Lisa. It's an honor to meet you, sir. I promise I won't get in your way. I'm Min. Pleasure. Wait, isn't that... No way. It can't be. This mission will be a binational operation. I wish you the best of luck. Okay. A binational operation. How interesting. Perhaps I'll tag along and lend a hand. Since when did you become such a do-gooder? You've been spending too much time with you-know-who. So we've got agents from two quarreling nations working together. Maybe this will teach me the secret to getting closer to Mila's friends. This sounds like fun. Ob Ludger auch die ganzen Bilder da sieht? Das wäre gruselig. Oh Mann. Okay, aber nicht in der Splitterdimension, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht. So, wen haben wir denn noch hier? Wer möchte noch mein Freund sein? Rollen wieder. Er ist einzig sein, er hat da nicht. Einziger meine ich natürlich. Mila, obwohl sie will ja Mila beeindrucken, deswegen tun wir mal ein bisschen weniger Mila mitnehmen. Nehmen wir, weiß ich nicht. Warum gehe ich eigentlich danach? Nehmen wir Jude. Jetzt machen wir mal. Ja, egal. Obwohl Jude hatten wir auch schon letztes Mal. Nehmen wir mal Elise, die haben wir schon lange nicht mehr im Team. Man kann nie genug Elise haben, deswegen. So, Dingens, wo ist es hier? Fel'Ghana Mine. Alles klärchen, dann gucken wir mal. Müssen wir wahrscheinlich ganz da rein? Nee. Warte, wo muss ich denn dann hin? Okay. Gehen wir einfach, wird wahrscheinlich gleich auftauchen. Hier habe ich auch diesen Galt-Freak gefunden. I don't see the monsters we're looking for anywhere. Perhaps they're deeper inside. Ach nee. Ich wäre nie im Leben weiter reingegangen. Wir haben es jetzt noch gar kein Monster gesehen. Was? Wer war da? Wer läuft da? Wer geht da? Mit wem habe ich denn noch wenig eigentlich? Gaius, glaube ich, ne? Au, 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 au. Ah nee. Wir spielen natürlich Dingens. Immer das Heilzauber einsetzen, Elise, bitte. Nicht direkt Dingens einsetzen, wenn es geht. Mein Gott, der ganze Erdboden bebt. Ja. Kannst du es wagen? Hey, sehr gut. Up we go! Ah!
Okay. Ein ganzes Wagen. Auf Metal East wegzufliegen. Oh Mann. Okay, wir haben ja kein Ziel. Also gehen wir mal ganz tief rein. So, und hier hole ich mal meine ganzen Dingens. Hier, fossilierte Sachen und so. Fossilierte Insekten. Die kann man schön verkaufen. Lolita, das sind schon mal wieder 20.000 Gold. Ja, fossilierte Insekt, Lehmstein. Lolita, das sind schon wieder 20.000 Gold. Wir haben jetzt 40.000 Gold in ein paar Sekunden bekommen. Sehr schön. So, Quarzklotz, verdammt. So kann man richtig geil Geld machen. Nur so nebenbei. Ist everything okay? Hello? Oh, my apologies. I couldn't help but stare. I've never met a spirit before. You're so... so beautiful. Enough chatter. Monsters won't wait for you to finish your conversation. I got scolded again. You're from Rizomaxia. Why are you working with Spirius Corporation? I wanted to try cooperating with people from Olympias. You don't mind the Olympians? They seem to be pushing you pretty hard. They're doing it for my own good. I'm not living up to my full potential. You're so adorable! Don't let anyone try to hold you back! Are you stupid? Lisa! Yes, ma'am? Now I remember why I hate Rizomaxians. Hey. I wonder if those two will ever get along. Meine Kleine ist so niedlich, finde ich auch. Stimme von Music Skies, oh Gott, Nummer 2. A bi-national military force. What an interesting idea. Indeed. It is an obvious idea, but actually putting it into operation reveals numerous obstacles. It's a testament to the Spirius Corporation that they were able to iron out those obstacles so quickly. Yes, it certainly is. Gaius has such long eyelashes. Oh, they're like the eyelashes of a horse. If this sort of experiment becomes commonplace, und er lacht da, ist kalt. Hope that humans and spirits will be able to coexist peacefully in the future. Yes, indeed. In that sense, I have high hopes for you. What do you think, Luger? Ich bin deiner Meinung. Darüber muss ich erst nachdenken. Ich habe gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. Darüber muss ich erst nachdenken. You're supposed to just agree with me. That makes me think. How come it's considered a compliment to comment on the length of someone's eyelashes? And yet, you're not supposed to mention their nose here at all. Gaius, is something wrong? No. Beard hair is fine too, just like eyelashes. Only nose hair is forbidden. It makes no sense. I just don't get human aesthetics at all. Wie er sich einfach nur so ein ablacht. Ich finde das so geil. Ja, ich glaube, Musics Geschichte ist irgendwie meine Lieblingsgeschichte mittlerweile. Das ist so geil. Geld. 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 Verdammt. Geld. Verdammt. Wie er sich einfach das Lachen nicht verkneift, Mann. Vor allem, wie kann sie irgendwie so eine normale Diskussion mit ihm führen und dabei irgendwie an Pferdewimpern denken? Ich verstehe das nicht. Looks like we're getting close. Let's hurry up and butcher those things and then we can head home. Yes. Vorerst mal speichern. Ah. Weil irgendwann wieder ein starker Gegner kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in letzter Zeit verdammt oft irgendwie viel zu einfache Kämpfe habe. Langsam habe ich auch das Gefühl, die Gegner leveln mit mir. Weil die sind immer irgendwie in der gleichen Level wie ich. Oh, wie there they are. Lisa and I will take the monsters on this side. You handle the rest. Don't bite off more than you can chew. We'll be fine. Please, just take care of the rest. Pass bloß auf.
Incredible! I'm going in! Affirmative. I've got your back. We can handle this. Hang in there. Let's show them what we're made of. Alles klar, bitte. Den anderen beiden soll nichts passieren. Ich wollte schon sagen, wenn irgendwie solche Kommentare von ihren Gedanken im Kampf oder so passieren, das wäre richtig krank. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Ja, Elise ist ja auch noch hier. Du bleibst. Verdammt. Komm her, na? So. Lebst du immer noch? Was? War doch gar nicht so schwer, habe ich gesehen. Was hat denn? Ah, es versteinert. Okay, warum nicht? Werd Viech so zerstören, ne? Kannst du es wagen? We all earned this victory. Let's leave it at that. Okay, das war einfach. Bitte sag mir, den anderen ist nichts passiert. Okay. Mission accomplished. Those monsters won't cause any trouble for a while now. Excellent work. And thanks. You might be a bit of a ditz, but I'm sure glad you're on my side. I underestimated you. Thank you. You were amazing back there. So, do you two like each other or hate each other or what? You know, I'm not really sure myself anymore. Politically, we have some things to work out. But personally, I guess she's not so bad. Yeah, if you and I can be friends, then someday everyone can. Let's not get carried away. Farewell, Ms. Muse. Bye-bye. Tschüss. Having a common enemy brought those two closer together. It's like a year ago all over again, when Gaius and Jude's group was fighting for the same goal. Of course, I was deceiving all of them, so I can't really say that I fought beside them. This just gave me a great idea. Was denn? Hat Ludger gesehen, was? Und die sagt mir, es wird uns nicht wehtun. Xilla Outfit 2. Okay. Einfach nur eine Farbänderung oder was? Boah, was? Geil. Das sieht ja richtig cool aus. Wie sieht hier Dingen aus? Ja, sieht auch gut aus eigentlich. Oh, der sieht da richtig hammer aus. Cool. So, dann haben wir jetzt wieder etwas Zeit für irgendwas anderes. Wir gehen zum Dingens hier. Wir machen ein paar Elite-Monster, glaube ich, platt, oder? Putsch. Dann ist er gegen die Laterne geknallt. So, Items. Ja, ne, dann können wir ja wieder Punkte kriegen und so für unsere Marken und Abzeichen und was weiß ich. Xero hat Neues. Okay, Elite Monster, wo haben wir denn was und wo machen wir die fertig? Soll ich das Viech irgendwie fertig machen langsam? Weil das ist jetzt langsam genauso viel wert wie das hier. Nala, Lavaröhren. Okay. Wow, dann können wir sogar Goldabzeichen Punkte bekommen, sehr gut. Okay, Lala, Dingens, Röhre, Kirchen, weiß ich nicht, Jude und Elvin und Elise, ja, dann sind wir alle voll geil, ja, speichern wir erstmal, weil warum nicht, so, jetzt haben wir erstmal alle Charaktermissionen erledigt, außer es ist schon wieder eine neue irgendwo aufgetaucht, für Muse.
Lüpp. Düpp. Düpp. Okay. Dann zu den Nala. Lavaröhren. Jetzt bin ich jetzt wahrscheinlich direkt da in der Mitte, wo es am gefährlichsten ist. Also gehen wir mal eiskalt dahin. Also dafür, dass ich keine Kombats mehr einsetze, habe ich gar nicht mehr so schlecht irgendwelche Probleme. Habe ich gar nicht mehr so viele Probleme. Und ich weiß noch nicht, beeinflusst das irgendwie die Story, dass ich meinen Commandos einsetze? Weil je öfter ich das hier einsetze, so gefährlicher wird es doch für L. Und das möchte ich nicht riskieren. Aber wahrscheinlich passiert irgendwie nichts, wenn ich das einsetze. Wer weiß, gleich durch eine, ja, oder vielleicht bringt das in der Story irgendwie was, wenn ich das einsetze. Aber ich möchte das nicht riskieren, ne? Geht alles drunter und drüber wegen mir. Das möchte ich nicht. Ich weiß, dass schon irgendwie verschiedene Enden geben soll. Aber wie man die auslöst, das ist natürlich die Frage. So, da ist das wahrscheinlich das Viech. Schnappen wir uns das. Sieht sein Element erzmäßig aus. Immer noch nicht. Du brauchst immer noch dämonischer Zorn. Du brauchst immer noch sehen. Vertreibung, was auch immer da stand. Alles klar. Jo. Das Kolosseum, da müssen wir ja auch noch irgendwann machen. Irgendwann, vielleicht. Später. Wahrscheinlich macht das so am Ende. Wer weiß, was da für Gegner rumlaufen. Okay. Da innen sehe ich doch schon was. Das bewegt sich irgendwie gruselig durch die Gegend. Weil den müssen wir ja noch schaffen in den paar Minuten. Oder? Ja, okay. Gehen wir aus dem Weg. Guck mir, stark das Viech ist. Wo, geh weg. Ich brauche meine Energie. Was ist das für ein Viech? Mein Gott, das sieht voll gruselig aus. Mach mal platt, so schnell wie möglich. Okay, das sind zwei. Schwäche, Wasser. Holt mal eure Wasserwaffen raus. Ihr plant schon mal ein bisschen herum. Prometheus Wasser, Dingens. Verdammt. Remus Wasser. Dingens. Flutenfaust. Lohnt sich doch irgendwie jede Waffe hier mal eins zu kaufen, ne? Okay, aber hier ist nicht wichtig. So, dann los. Au, au. Oh Gott. Hilfe. Wir werden nicht verbunden mit Dingens. Eben auch perfekt. Der Angriff ist richtig gut gerade. Ja, ich glaube, ich bleib mit Elvin ein bisschen verbunden. Das bringt's gerade. Okay, was hat gerade hier? Oh, du liegst am Boden, sehe ich gerade. Schnappt ihn euch. Kann der Luft einsetzen? Okay. Boah, sehr gut. Können wir uns jetzt mal um den. Ist das auch Wasser? Ah, ne, du bist ja gerade gegen alles anfällig. Schnappt euch den. Jetzt bist du wieder nicht gegen alles anfällig. Elvin, mach mal Brecher hier. Sehr gut. Der Angriff kommt jetzt gerade richtig gut. Der Angriff könnte aber, der Kampf könnte aber ein bisschen lange dauern, habe ich das Gefühl. Ja, aber wegen den AP nur eigentlich. Ich könnte die ganze Zeit den Angriff spammen, der bringt es eigentlich richtig. Und den Angriff. Wenn er treffen würde. Also nicht so wie jetzt. Ja, erstmal den hier bitte. So, als du, komm her. Den mach mal platt.
War jetzt gleich meine verbundene Serie. Ein bisschen näher. Verdammt. Das war jetzt nicht gut. Hilfe! Warum fliegst du denn so weit weg, Elvin? Ah. Warum konnte ich nicht... Ja. So, komm her, na? Jetzt kriegst du aufs Maul. Sehr gut. Schon wieder. Na, komm mal her. Der Flieg ist weg, was? So viel Schaden habe ich gemacht? Okay. Bin ich gut. Muss auch ein bisschen schießen, Elvin, wenn du willst. Aber nur, wenn du willst. Er macht aber irre viel Schaden, sehe ich gerade. Aha. Oh, den Angriff soll ich vielleicht einsetzen. Aha. Oh, sehr gut. Schon am Boden bleiben. So, jetzt den hier. Sehr gut. Ja, erstmal treffen, geil. Ah, schön, so eine Bullet Fiesta. Sehr gut. Das war guter Kampf. Fand ich. Elite Metzler, Bokai. Hat eine Art verbessert, sehr geil. So, und du hast schon alles gelernt, geil. Du musst wahrscheinlich nur das hier lernen. Ist bestimmt auch gleich voll. Ist irgendwo Elementerz. Gehen wir mal nach Trial. Gehen die Mission ab und dann hoffentlich. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiter irgendwo noch so ein, zwei Elementerz herbekommen. Ja, sind awesome. I'd say it's only natural for any great hero of history. Ha. Okay. Und er hat auch alles gelernt. Jetzt haben wir mit jedem Charakter elementerzmäßig alles gelernt. Wir brauchen keine Katalysatoren. Ich vergesse immer, wie die Dinge heißen. Extraktor, ja, oder Extraktor. So, jetzt kann man wieder einen Rang aufsteigen, titelmäßig. Magma-Drache, geil. Goldabzeichen, okay. Bams. Es fehlen uns noch drei Dinger, sehr gut. Werde ich wahrscheinlich wieder aufs Skill machen. Na, das kann man jetzt abgeben. Jetzt kriegen wir Kugellage, geil. Arklandsumpf, ja, das machen wir irgendwann. Vielleicht in der nächsten Folge noch. Dann machen wir den nächstes Mal fertig und weiß nicht. Goldabzeichen, geil. Dingens, was habe ich bekommen? Kugelregen plus, okay. Statt ausrüsten, ja, ne. Hier. Oh, cool. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zilla 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.